Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Video über meinen neuen PC. Im Hintergrund, während ich euch ein bisschen was erzähle, laufen ein paar sehr, sehr unscharfe Bilder durch. Ich habe keine andere Kamera, deswegen sind es nur Bilder und kein Video. Und die Bilder sind nicht scharf, denn, ja, nehmt es ihr nicht übel, meine Handykamera, also mein Handy ist schon öfter runtergefallen als Hagel. Von daher ist es eigentlich nicht ver... Ich wundere mich überhaupt, dass sie noch funktioniert. Das auf jeden Fall. Hier seht ihr die Komponenten, die ich mir zusammengesucht habe. Und ich werde auch berichten, ob ich eine Verbesserung gespürt habe mittlerweile. Wie ihr wisst, rüste ich auf einem 6700K auf mit Z160 Mainboard und 16 GB RAM mit 2600 MHz. Ja, als ich die gekauft habe, damals war die Plattform noch relativ neu, DDR4. Und das 6700K auch relativ neu, das war 2015, 2014 und höher taktender RAM mit stabilen Spezifikationen und Timings und XMP-Profil kommt dann meistens erst später, war dann kurz vor dem Umstieg von 4790K, also war nicht meiner, ich hatte damals noch eine AMD. Ja, nichtsdestotrotz, Next Generation hier. Wie ihr sehen könnt, da haben zwar Fotos gemacht, von denen ich ganz beeindruckt war, wie kriegt man denn die kleinen Scheißschrauben rein, wenn man sie von Hand nicht reindrücken kann, mit dieser super kleinen Vorrichtung aus Plastik, dass man die da reinpackt. Praktikabel. Das ist das Mainboard. Ist ein MSI Gaming X570, also von den 500er Boards von AMD mit dem kleinen Mini-Dreckslüfter. Und ja... Es muss nicht AMD, es muss nicht MSI sein, es muss nicht Gaming sein. Ich meine eigentlich diese Gaming-Begriffe wie die Best, denn da zahlt man 30 Euro drauf für Bullshit, den niemand braucht, also eigentlich nur für den Namen. Aber sagen wir so, die Boards waren zu der Zeit, oder sind sie immer noch relativ teuer. Deswegen, naja, war das eins der günstigsten mit den Dingen, die ich brauche. Da habe ich den RAM schon reingedrückt. Das sind so, G-Skill, 3200 MHz, CL16. Die anderen Timings könnte ich euch auch noch sagen, ich weiß nicht, ob euch das sowas interessiert. Lästig dran ist der kleine Lüfter, der ist aber bei MSI ein bisschen größer, habe ich gelesen, zumindest zu denen ich verglichen habe bei den Mainboards und läuft quasi nicht an, wenn nicht PCI 4 benutzt wird. Also der 4.0 Anschluss, 3. Also der ist möglich und ach ist. Hier ist ein Chipsatz drin, der es mir ermöglicht, auch die anderen PCI Express Anschlüsse mit mehr als, also mit doppelter Geschwindigkeit zu PCI Express 3 zu betreiben. Ist jetzt nicht wichtig, aber ich gedenke, diese Plattform länger zu nutzen und da AMD die nächste, wenn nicht gar die übernächste CPU-Generation immer noch auf den AM4 Boards laufen lässt, weil DDR5 RAM wahrscheinlich erst in 2 Jahren kommen wird. Kann ich dann immer noch die Last Gen der CPUs draufpacken? Und da wollte ich jetzt nicht auf dem X400er Board setzen, was natürlich möglich gewesen wäre, weil mir dann vielleicht ein paar Features entgehen. Und teure, es gibt auch teure X400er Boards. Ich empfehle dann später noch ein System, was ich kaufen würde, wenn ich jetzt nicht das gekauft hätte, also wenn ich nur spielen würde. Ja, hier ist meine CPU drin, mein 3900X. Ist ein geiles Teil. Wie gesagt, die Bilder sind mehr als nur unscharf. Man kann es aber sogar erkennen. Ist ja nicht schwierig. Da habe ich dann noch einen Be Quiet Straight Power. Ja, Be Quiet, ja, ein Be Quiet Pure Rock 4 gekauft dazu. Ich wollte ihn einfach in schwarz und in groß. Und ja, es gibt auch Skyd Mugen, die sind super. Es gibt auch Brocken oder Alpenföhn oder wie die heißen. Es gibt viele. Aber der hat mir mit den 2 Silent Wings hier, ja, einer der leisesten. Kühlleistung gibt es sogar noch einen besseren. Haben großen Fehler gemacht. Den zeige ich euch da natürlich sofort. Ja, hier seht ihr nochmal das Board, wie ich den Ryzen eingebaut habe. Das hat mich inspiriert. Wichtig, die mitgelieferte Wärmeleitbasis ist nicht zum Verzehr geeignet. Geil ist, dass wenn man das erst liest, nachdem man sie gefressen hat, dann steht da noch drauf, bei Verzehr ausreichend Wasser trinken und umgehend einen Arzt aufsuchen. Was zum Teufel? Wer frisst Wärmeleitpaste? Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Naja, nichtsdestotrotz, hier mein Trick. Viele Leute haben immer ein Problem. Wie trage ich denn Wärmeleitpaste auf? Das kann man ja nicht so gut verstreichen. Ich schneide mir einfach aus einem Teil vom PC hier, Meshify C User Guide, das ist übrigens mein Gehäuse, ein Stück Karton raus. Packt dann ein bisschen drauf. Das ist übrigens ein bisschen zu viel. Das Problem war, vorne waren Propfen drin und dann... Ja, man kennt es. Aber das streiche ich alles runter, einmal zusammenfalten und dann drauf streichen. Hat gut funktioniert. Großes Fehler, den ich gemacht habe, macht das zum Schluss.
Ich habe hier jetzt schon die CPU draufgepackt. Das ist normalerweise ist es so. Man hat Probleme bei der Installation des CPU-Lüfters, weil nicht jedes System so durchdacht ist. Bei Be Quiet kann man oben die zwei kleinen Schräubchen runterschrauben und kommt da mit dem langen mitgelieferten Schraubenzieher rein und kann das so viel, viel angenehmer installieren. Das funktioniert auch ausgezeichnet im Gehäuse, muss man nicht außerhalb des Gehäuses machen. Bei allen, bei denen das nicht funktioniert, müsst ihr das außerhalb des Gehäuses machen, da gibt es eine andere Möglichkeit. Beim Meshify C, ich habe das kleine, weil ich einen kleineren Tower wollte, also ist immer noch ein ATX, also ein normales Gehäuse, ein MIDI-Tower, aber ist kurz. Bedeutet, man kann nur Grafikkarten bis zu einer Länge von 31,5 cm einbauen, ohne vorne einen Radiator für Wasserkühlung zu haben. Aber da hat man das Problem, wenn man da mehr umbauen muss, dann ist es sehr, sehr eng für größere Hände. Also sagen wir Männerhände. Ja, das so viel dazu. Da ist noch, wie gesagt, noch ein Foto von meinem Streifen auseinander. So ist das halt. Hier das Innere meines Meshify C. Ich wollte absolute Luftdurchlässigkeit bei meinem Gehäuse. Es sind zwei Ventilatoren mitgeliefert. Hinten kleiner 120er müsste das sein. Vorne, oder ist das nur 90er? Kann ein 90er sein, hier ein 120er oder ist ein 140er? Wahrscheinlich 120er. Und so sieht das aus, wenn ich es eingebaut habe. Das ist der Standard momentan. Das ist aber nicht geil. Das Problem, was man immer hier hat, ist, wenn man die Grafikkarte einbaut, es gibt unterschiedliche Designs, Top-Blower und Axiallüfter. Die Blower ziehen hier die Luft rein auf die Grafikkarte und schießen sie dann hier durch die Ritze wieder raus. Das wird abgemontiert, so kommt die Grafikkarte hin und die hat hier hinten Schlitze, wird raus. Axiallüftung hat das Problem, die zieht die Luft hier unten rein mit den zwei oder drei Lüftern und bläst sie an der Karte seitlich wieder so ins Gehäuse, sodass hier so ein Strudel entsteht und die scheiß Luft kriegt man nicht weg. Die muss dann einmal hier hoch und dann hier raus. Deswegen habe ich mir gedacht, leck mich, eine ist sowieso zu wenig für die Front. Ich habe noch ein paar alte Lüfter rumliegen, baue ich noch einen Lüfter mit ein. Vielleicht sieht man das in den kommenden Fotos. Oh ja, ein ganz schlechtes Foto hier, des Netzteils, 550 Watt reicht komplett für das System, das ich baue. Ich müsste eigentlich nur 400 Watt bei Maximallast verbrauchen. Das sind 80% Auslastung, das ist ein Goldstandard. Da ist bis 92% die super Effektivität. Von daher sollte das passen. Und es ist modular für tolles Kabelmanagement. Leider hatte ich ein paar Probleme, muss dann umbauen. Deswegen, das sieht man dann vielleicht auch später. Ja, das ist Meshify von hinten. Grafikkarte ist noch nicht eingebaut. Ja gut, warum habe ich das fotografiert? Weiß ich nicht mehr. Einbau hier vom Netzteil. Dann hier unten die Lüfter. Jetzt wird es interessant. Ich habe nämlich vier Festplatten. Die haben sich so im Laufe der Zeit angesammelt. Hier ist übrigens der Staubfilter, den kann man rausziehen. Super toll. Und hier vorne Frontpanel ist weg. Dann sieht man hier, jetzt steht das Ding auf dem Tisch ganz normal. Dann ist hier der normale Lüfter. Und hier oben ist das ist eigentlich unten. Der steht jetzt auf dem Kopf. Da ist der Festplattenkäfig drin, den ich nicht will. Ich möchte hier freie Luft, sagen wir so, weil ich wollte hier unten die Festplatten, also eine Festplatte einbauen und auch Festplatten werden heiß. Das Problem ist aber, das Netzteil zieht Luft vom Boden aus an und bläst es hinten raus. Also hier haben wir absolut null Luftzirkulation, was wahrscheinlich nicht notwendig ist, aber es ist einfach so, dass Festplatten, die nicht so warm sind, eine längere Lebenszeit haben, auch HDDs. Deswegen baue ich den Festplattenkäfig aus, mache hier das Loch auf, spielt keine Rolle, weil ich habe alles zu, und baue einen Ventilator ein, der hier auch ein bisschen was runternimmt. Seht ihr? Da, steht auf dem Kopf, hier kommt ein Ventilator hin, der bläst das dahin, aber auf halber Höhe. Die halbe Luft geht unten rein und unten raus und der Rest bespaßt hier meine Grafikkarte mit Frischluft, quasi von außen. Und das ist relativ praktisch beim Meshify. Finde ich super. Oh Gott, die Bilderqualität wird immer schlechter. Das ist ja Wahnsinn. Ich brauche ein neues Handy. Ich habe übrigens ein Xiaomi Mate 5, oder nein, Redmi 3, keine Ahnung, vergessen, habe ich vor einem Jahr gekauft. Hat nur 150, 180 Euro gekostet. Ist ein super Handy, nur die Kamera ist dementsprechend schlecht und bei mir halt schon geschädigt. Aber wer ein Smartphone nutzt, um ein bisschen YouTube zu schauen, SMS zu schreiben und zu telefonieren, der hat damit ein super Handy. Ist jetzt leider, glaube ich, teurer geworden, weil die weit expandieren, war früher mal ein Geheimtipp. Und zahlt nicht einfach 500, 600 Euro für ein Samsung oder 1000 Euro für ein... Ah, wir... Anschauen.
Jeder, der auf sowas steht, der soll sich sowas kaufen. Alle anderen, ich würde noch mit dem Klapphandy rumlaufen, wenn der YouTube laufen würde. Habt ihr gemocht? Klein, kompakt, telefonieren, fertig. Und die Smartphone-Tastaturen, ich hasse das zum Tippen. Jedenfalls, hier habe ich noch einen Arctic-Cooler reingebaut, den ich noch da hatte. Ist schon 5 Jahre alt, aber immer noch keine Lagergeräusche. Also surbelt nicht rum und leistet seine Dienste. Und wie gesagt, die Hälfte hier, das steht immer noch auf dem Kopf, bläst unten rein und der Rest oben. Hier ein bisschen, für, wenn man batzt mit Wärmeleitpaste etc. Oder um die Kühler zu putzen. Ja, und so sieht das dann aus mit dem Loch hier unten. Und hier habe ich tatsächlich dann meine 2 TB HDD reingebaut, also noch eine mechanische Festplatte. Die ist nicht immer an, aber da nehme ich drauf auf, weil ihr wisst ja, bei SSDs, man kann nur eine begrenzte Anzahl schreiben und lesen, aber es ist natürlich eine sehr, sehr hohe Anzahl. In den Millionenbereich geht das rein. Nichtsdestotrotz, warum nicht eine mechanische nehmen? Früher, vor 4 Jahren, muss man für 2 TB als SSD, hat man da 400-500 € bezahlt. Oder gab es überhaupt nur 1 TB? Jetzt kriegt man 1 TB nachgeworfen für 160 €. Selbe bei 500 GB, habe ich mir eine neue dazu gekauft, sieht man dann später, für 57 oder für 60 €. Dafür hat man früher knapp eine 250er bekommen und 120 hat man für 500 GB bezahlt. Ihr seht ja mein schlechtes Kabelmanagement, aber wie gesagt, ist alles zu. Ich gebe natürlich mein Bestes. Hier den Scheiß einstecken, das war Wahnsinn. Ich hasse das, da muss ich ein Foto machen, dass ich da überhaupt hingekommen bin. Zum Kotzen. Also hier die, das ist quasi, die sind hier, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, nicht mal notwendig. Das ist extra Stromversorgung für Übertaktungen. Aber da bei AMD Precision Boost noch dabei ist, ich mach's halt an. Es ist da, dann ist drauf. Und gut ist, Passivkühler, es ist Schnickschnack hier. Mini-Ansteckdinger, das sind so winzig, die Teile. Schöner Nagel, super. Schau da, das ist hübsch. Ah, hör dich mal. Ja, das ist. Ihr seht's, die hasse ich am meisten beim Einstecken. Das ist ganz klar. Naja, hier sind meine 3 Festplatten. 200, das ist eine 500er, das ist die neue. Scandisks sind relativ günstig. Das ist auch nur eine SSD Plus. Die Ultra, das ist auch eine 500er. Ja. Und das ist eine uralt Samsung 256 GB SSD. Alicia, die ist schon 5 Jahre alt. Funktioniert immer noch. Okay, hier hinten noch. Hier unten schimmert noch meine HDD durch. Die ist mit Prime patentierten Gummihaltern ausgebaut, vom Rest des Systems gemopst, unten auf das löchrige Gestell gepflanzt mit Muttern und Stellschrauben. Also das ist eine, sagen wir, eine Eigenkonstruktion. Und hier ist genau das, was ich gemeint habe. Hier Axiallüftung, hier zieht es die Luft hoch und hier bei dem Schlitz wird es wieder rausgeblasen. Und dann hat man hier diesen Wirbel. Deswegen möchte ich hier ein bisschen Luft zuführen und dann schauen, dass sie rausgeblasen wird. Tatsächlich, wenn ihr Luftstau habt, bohrt auf Höhe, wenn auch das möglich ist, auf Höhe der Grafikkarte, also hier auf dieser Höhe, Löcher rein ins Gehäuse, dann macht einen Staubfilter dran oder macht einen Schlitz rein und einen Staubfilter, dann bläst die Grafikkarte hier alles raus auf der Seite. Dann ist euer Gehäuse im Inneren 15 Grad kälter, auf jeden Fall. Also da kein Wärmestau mehr. Kann man gut machen, wenn man ein kleines Gehäuse hat, dann gibt es auch keine zusätzlichen Verwirbelungen. Habe ich beim alten Gehäuse gemacht, war leider notwendig. Und ist die bessere Lösung, als das Teil einfach komplett offen zu lassen. Außerdem moddet die Gehäuse ein bisschen selbst und da meine ich jetzt nicht unbedingt in hübsch, sondern einfach in praktikabel. Und das war hier schon das Letzte. Wie gesagt, das System an und für sich, sind übrigens 32 GB RAM, war relativ teuer. Ohne Grafikkarte hat es einen runden 1000 ist sogar gelogen, 1200 gekostet, aber das ist mit Early Adopter, wie gesagt, die CPU 530 €. Das sind 12 Kerner und tatsächlich, ich rendere jetzt, wo ich vorher für ein Video eine Stunde gerendert habe, rendere ich jetzt 10 Minuten. Das erspart mir 5/6 der Zeit. Das ist brutal. Das ist richtig geil. Streamen, man hat es gesehen, Wildlands, früher nur über die Grafikkarte, habe ich mit 30 FPS 1080p gestreamt. Jetzt schafft es meine CPU mit schnellerem Preset bei 1080p und 60 FPS spielend in besserer Qualität. Könnt, glaube ich, auch in 1044p streamen. Wäre jetzt auch kein Problem mehr, aber gibt es auf Twitch halt nicht. Von daher richtig potent. Die MSI 1080
Die habe ich gebraucht gekauft, tatsächlich für 320 vor anderthalb Jahren, 330. War kein schlechter Preis. Meine alte ist abgeraucht. Wie gesagt, man muss nicht immer das Neueste haben, man muss nicht immer das Beste haben. Wenn es einem wirklich Zeit spart, und das ist das Allerwichtigste, weil Zeit ist das, was man begrenzt hat im Leben, da muss man, kann man ruhig ein bisschen Geld investieren. Und daher, dann sollte man das machen. Zumindest habe ich mir gesagt, ich mache das. Hätte nicht unbedingt der 3900X sein müssen. 3700X ist eine potente CPU. Also nur der 3700, aber ich weiß nicht, ob es den gibt. Muss nochmal nachschauen. 8 Kerne, 18 Threads, richtig nice. Und da kommen wir auch zu meiner Empfehlung. Das System ist an und für sich zu teuer, vor allem wenn man nur spielt. Allen Spielern, ich werde es auch in der Infobeschreibung werde ich es verlinken. Ich würde euch einen 3600er empfehlen von AMD mit dem P450-Board. Es gibt das MSI Tomahawk Max, glaube ich. Das hat schon die neuesten Treiber drauf, also AGESA oder BIOS-Treiber, damit es kompatibel ist. 16er, also 2x8. 2200er MHz RAM reinpacken. 550er Netzteil reicht auf jeden Fall aus. Und ja, die Grafikkarte ist variabel. Wenn die Preise für die 5700 noch ein bisschen sinken, dann die. Ansonsten die 2060 Super oder wie die heißt. Ich glaube, da macht man Preis-Leistung nicht viel falsch. Natürlich, wenn der Super gibt, da kann man auf RTX muss da eh verzichtet werden. Bringt nichts, zu schwach. Ansonsten eine 580. Komm, 580 im Abverkauf von AMD. Was kostet die? 120 Euro. Schnäppchen für World of Warships. Packt auch auf 1080p noch so gut wie alles. Denn man kann ziemlich für schmales Geld kann man einen guten PC zusammenstellen. Für 800 Euro müsste dann das Stück für Stück kommen. Und ein gutes Gehäuse mit guter Lüftung. Und ich bin komplett überzeugt vom Meshify. Man hat zwar kein 5 Zoll, 5.25 mit seiner Laufwerkschacht vorne Platz. Aber dafür habe ich mir einen kleinen externen DVD-Player gekauft, quasi. Für ja, Installationen von CDs, die noch da rumliegen. So viel war das zu meinem PC. Ich bin übelst, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Könnte man ja überrascht vielleicht nicht. Ich habe mir das erwartet, aber super Teil. Macht sehr viel Spaß. Ultra leise so. Also Wasserkühlung würde ich nie empfehlen für einen Ryzen. Zahlt sich einfach nicht aus. Also man will bling bling und man hat ein Sichtfenster. Dann für die Optik, aber von der Lautstärke und von der Kühlleistung, nö. Also Luft und wenn es eine gute Luftkühlung ist und gescheit gemacht mit einem guten Gehäuse, dass kein Wärmestau entsteht, dann gibt es kaum einen Unterschied. Kaum. 3 Grad sind vernachlässigbar. Custom Wasserkühlung ist wieder was anderes. Kommt man auch 10 Grad weiter runter. Ansonsten nichts kann Radiatorfläche ersetzen. Das bedeutet auf keinen Fall eine 120er rein oder mit 240er. Geht immer auf 360, wenn ihr Platz dazu habt. Ja, 240 reicht auch, das wären 2x120, aber leiser ist besser. Und wie bei Hubraum, nichts kann Hubraum ersetzen, außer mehr Hubraum ist es bei Radiatorfläche, bei Wasserkühlungen, nichts kann mehr Radiatorfläche ersetzen, außer mehr Radiatorfläche. Außer natürlich, die Lüfter sind beschissen oder die Radiatorfläche ist beschissen. Also zu dünn oder nimmt die Wärme nicht auf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da verstehen wir uns. Es ist wie bei den Schiffen, wir dürfen nicht vom Dämlichsten ausgehen. Ansonsten muss man ja alles erklären, vor allem wie man WASD drückt. Was sagt ihr? Na gut, für mich ist das super. 530 Euro, wie gesagt, für die CPU ist relativ viel. Wenn jemand mehr will als ein 360er, dann den 3600, dann den 3700X. Es wird auch die nächste CPU für meinen Bruder, den werde ich jetzt in Kürze bestellen und zusammenbauen. Wird ein AMD-System mit 5700er, wahrscheinlich die Red Devil, wenn sie erhältlich ist. Mehr braucht es für 1080p einfach nicht. Wenn ihr Fragen habt, ich helfe immer gerne. Ich bin auch bei verschiedenen Leuten bei PC-Hilfen unterwegs. Eine Passion quasi. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht und im nächsten Stream. Tut mir leid wegen den schlechten Fotos. Ciao.